Der Königsberger Dom ist auferstanden aus Ruinen. Ein russischer Dombaumeister hat den deutschen Dom zu neuem Leben erweckt, zum Wahrzeichen Kaliningrads gemacht. Die Jahre 44 und 45 des 20. Jahrhunderts waren wohl die grauenhaftesten Jahre der Menschheitsgeschichte. Gemessen an Westdeutschland bildete Ostpreußen noch bis in den Sommer 1944 hinein eine Oase des Friedens. Tausende evakuierter Menschen aus Berlin und anderen stark bombardierten Städten im Westen fanden Zuflucht in Ostpreußen, wo man sich offenbar sicher fühlte. Abgesehen von den ersten Tagen des Krieges im September 1939 und der Eröffnung des Russlandfeldzuges 1941 hatte die Provinz an ihren Grenzen keine Kampfhandlungen erlebt und war auch nicht in den Luftkrieg der Westalliierten einbezogen worden. Außer in den freilich zahlreichen Familien, die Gefallene zu beklagen hatten, war der Krieg natürlich in den Kasernen und Lazaretten präsent. Er machte sich auch in der Arbeit der Menschen bemerkbar. Alte Männer und viele Frauen waren an die Stelle der zur Wehrmacht Eingezogenen getreten, in der Landwirtschaft, in den Betrieben, in den Schulen. Fremdarbeiter und Kriegsgefangene arbeiteten auf dem Lande und sogar in den Rüstungsbetrieben. Zerstreuung im arbeitsreichen Alltag fand man in den Kinos, wie den Miramar-Lichtspielen an der Schlossteichbrücke oder dem beliebten Alhambra am Steindamm, gepriesen als das größte und schönste Kino des Ostens. Ansonsten waren Vergnügungsveranstaltungen selten geworden. Die Tochter des Königsberger Domorganisten Herbert Wilhelmi, die auf der Dominsel, praktisch im Dom, groß geworden ist, erinnert sich an den letzten Sommer in ihrer Heimatstadt. Im Sommer 1944 habe ich mein erstes oder zweites Semester an die Universität gemacht und war eigentlich sehr stolz, nun Mitglied dieser Universität zu sein. Man merkte in Königsberg wenig von den Kriegsdingen. Wir haben wenig Angriffe gehabt, wenn, dann waren es so kleine Angriffchen, möchte ich mal sagen, von Russen.
Kaliningrad. 9 Uhr Moskauer Zeit. Am 22. April 1991, dem 267. Geburtstag von Immanuel Kant. Die Gebeine des Philosophen liegen nicht mehr hier. Es wird erzählt, kurz nach dem letzten Krieg hätten Jugendliche auf der Suche nach Gold und Edelsteinen den Sarkophag geöffnet und die Knochen irgendwo in der Stadt verstreut. Mehr als 45 Jahre lang war Kaliningrad für westliche Ausländer eine verbotene Stadt. Ostpreußens Metropole, Deutschlands östlichste Großstadt, ging mit dem besiegten Reich unter. Mehr als 100.000 Zivilisten waren bei Kriegsende noch dort. Die meisten überlebten die kommenden Jahre nicht. Im Februar 1945, an Immanuel Kants Todestag, hasteten unter sowjetischem Artilleriebeschuss ein letztes Mal drei Verehrer auf die Dominsel und legten einen Kranz auf sein Grab. Das Mausoleum war das einzige Bauwerk der Innenstadt, das unversehrt blieb. Wo stand das Haus Immanuel Kants? Die Löbenichtkirche, die er von seinem Arbeitszimmer aus sehen konnte? Nicht eine Spur. Nicht einmal die Plätze der verschwundenen Bauten sind eindeutig zu bestimmen. Nach dem Krieg sind Menschen aus allen Teilen der Sowjetunion hierher gekommen. Russen, Weißrussen, Ukrainer, vom Schwarzen Meer, den Gebirgen des Ural, Asien. Sie bauten sich eine neue Stadt. Stalin gab ihr den Namen seines soeben verstorbenen Weggefährten, Kalinin. Die Kreuzkirche, Königsbergs jüngstes Gotteshaus, eingeweiht 1933. Sie diente den Kaliningradern lange Jahre als Fischfabrik. Was ist der Mensch? Dieses, sagt Immanuel Kant, ist die Grundfrage aller Philosophie. Was kann er wissen? Was soll er tun? Was darf er hoffen? In Kaliningrad wächst die dritte Generation heran. Die Epoche der Sowjetmacht geht zu Ende. Auch hier. Die Völker des zerfallenden Imperiums besinnen sich auf ihre historischen Wurzeln und Eigenarten. Worauf können sich die Kaliningrader beziehen? Die Ruine des Doms, Kants Grab stehen einsam, eine Toteninsel im Herzen der Stadt. Gegenüber, auf der anderen Seite des Pregel, erhob sich früher das Ordensschloss. Bis 1965 noch. Dann mussten seine Überreste dem Haus der Räte weichen. Ein Befehl von höchster Stelle, direkt aus dem Kreml. Der Faschistenbau muss weg, hieß es damals. Beinahe wäre auch der Dom abgerissen worden.
Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt oder im Überschwänglichen außer meinem Gesichtskreise suchen und bloß vermuten. Ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz. Я по славі.